Gebäude können spannende Geschichten erzählen. Von dunklen Epochen, von glorreichen Zeiten und vielleicht besonders wichtig, von eben den Menschen, von denen sonst keine Chronik berichtet. In dieser Serie wollen wir uns einige der bedeutendsten Gebäude unserer Region einmal ein bisschen genauer anschauen und versuchen, ob wir ihre Mauern zum Sprechen bringen können. Servus alle zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprechenden Mauern. 2021 hat mich die Frankenpost angeschrieben und hat gesagt, Herr Rossner, was wissen Sie eigentlich zum Hakenkreuz an der Frankenwarte? Und ich muss ehrlich gestehen, ich war in dem Moment ein bisschen überfragt, weil mir das überhaupt nichts gesucht hat. Ich kannte natürlich die Frankenwarte, aber vor am Hakenkreuz da dran habe ich bislang noch gar nichts gehört gehabt. Ich bin also rüber gefahren, habe mir das Ganze mal angeschaut und tatsächlich hat man oberhalb des Eingangsportals zu diesem wirklich schönen Aussichtsturm ein in die Granitfelsen eingelassenes Hakenkreuz sehen können. Darauf hier wurde natürlich sofort mein Interesse geweckt und ich habe mich einmal ein bisschen genauer mit der Geschichte des Turmes auseinandergesetzt, wobei man sagen muss, dass in den ganzen öffentlich zugänglichen Quellen und in der entsprechenden Literatur eigentlich immer die Rede davon ist, dass die Frankenwarte erst in den 50er Jahren eingeweiht worden ist. Jetzt habe ich mir natürlich die Frage gestellt, warum genau ist an einem Gebäude, das in den 50er Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg der Öffentlichkeit übergeben wurde, ein Hakenkreuz dran? Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Tatsache ist, dass die Planungen zur Frankenwarte bzw. generell zu einem Aussichtspunkt rund um Bad Steben schon Anfang der 1930er Jahre begonnen worden sind. Damals ging es allerdings einfach darum, dass der Frankenwaldverein, genauso eben wie andere Wandervereine auch, wie beispielsweise der Fichtelgebirgsverein, sehr gerne auf den Anhöhen rund um die einzelnen Ortschaften solche Aussichtspunkte eingerichtet hat, um dort mit den Menschen, den Wanderern, den Heimatfreunden zu erlauben, die Natur und die Landschaft ein bisschen genießen zu können. Zu Beginn hat man dabei eben auch bei Bad Steben erst einmal eine Art von Sondierung durchgeführt, weil man mal wissen wollte, wo sich denn so ein Turmbau überhaupt anbieten würde. Am Anfang ging es erst einmal darum, dass man den Spitzberg in den Fokus gerückt hatte, wobei sich relativ schnell der Heinrich Fischer eingeklinkt hat, der gesagt hat, ne, das Hirschberglein, das wäre doch eigentlich sehr viel schöner als Standort für so einen Aussichtspunkt. Und so hat man fortan mit diesem Berg die Planungen vorangetrieben. Was im Anschluss daran passiert ist, war lange Zeit ziemlich unbekannt und auch ich habe es bislang nicht gewusst. Und genau deswegen wollen wir uns jetzt mal auf eine kleine Spurensuche begeben, denn das, was jetzt geschieht, das ist ziemlich spannend, wenn ich ehrlich sein darf. Mit dem Vorschlag, auf dem Hirschberglein einen Aussichtspunkt zu errichten, hat sich der Heinrich Fischer jetzt zuallererst einmal an den Frankenwaldverein Hauptvorstand gerichtet. Das war damals ganz normal, das macht man tatsächlich bis heute noch so, denn solche Großprojekte, die brauchen immer den gesamten Verein, um verwirklicht zu werden. Was in den 30er Jahren allerdings noch dazugekommen ist, ist, dass es eine dringende Genehmigung für solche Bauarbeiten brauchte seitens der Gauleitung. Das heißt, mit einem Mal wird in ein Projekt, das eigentlich nur dazu gedacht war, den Menschen einen schönen Überblick über die Landschaft zu garantieren, doch auch das Gedankengut der NSDAP mit aufgegriffen. Die Gauleitung in Bayreuth stimmte diesen Planungen grundsätzlich zu und hat auch entsprechend zugesichert, sie unterstützen zu wollen, hat allerdings jetzt auch ihrerseits Ideen eingebracht. Und so wurde aus einem einfachen Aussichtspunkt, den man auf den Hirschberglein bauen wollte, mit einem Mal ein Ehrenmal zur Ehren von Hans Schemm. Hans Schemm war, das muss man offen sagen, einer der Großen, in Anführungszeichen, der NSDAP schon während der 1920er Jahre. Beigetreten ist er im Jahre 1924 und hat schon ein Jahr später den Gau Oberfranken als eine Art von vereinsinterner Struktur ins Leben gerufen. Später, 1929, hat er dann den Nationalsozialistischen Lehrerbund aus der Taufe gehoben, der zum Ziel hatte, die Bildung und die Erziehung der Jugend eben ganz im Geiste des Nationalsozialismus voranzutreiben. Das führte am Ende im Übrigen dazu, dass in Bayreuth, der Hauptstadt des späteren Gaus Bayerische Ostmark, auch das Haus der deutschen Erziehung errichtet worden ist, das in gewisser Hinsicht eine Art Tempel auch für Hans Schemm werden sollte.
Schemm war darüber hinaus auch Landtags- und später sogar zeitweise Reichstagsabgeordneter und er wurde am Ende 1933 zum bayerischen Kultusminister erhoben. Das heißt, er war tatsächlich einer in gewisser Hinsicht der Vordenker auch des Nationalsozialismus, schon lange Zeit vor der Machtübernahme Hitlers. Was hat jetzt allerdings Schemm mit dem Hirschberglein zu tun? Wir wissen, dass er dort oben insgesamt dreimal Reden gehalten hat, noch lange Zeit, bevor dort überhaupt irgendein Turm geplant war. Und deswegen hat sich jetzt dieser Standort wunderbar angeboten, um ein Ehrenmal für ihn zu errichten. Denn Schemm ist 1935 beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Und posthum wurde dann mehr oder weniger das gemacht, was man ganz oft beim Nationalsozialismus sieht. Es wurde dieser Heldenkult stilisiert. Das haben wir uns auch schon mal beim Ruhrbühl angeschaut, wo man das Ganze eben bei den Gefallenen des Ersten Weltkrieges gemacht hat. Und genau das wollte man jetzt eben auch bei Schemm. Er war demnach eine Art von Held, in Anführungszeichen, für die damaligen Granden und für die Diktatoren der damaligen Zeit. Und deswegen sollte er auch schon fast kultisch verehrt werden. Die Planungen eines Aussichtsturms am Hirschberglein, der eigentlich nur dazu da war, um Wanderern und Heimatfreunden zu dienen, sind damit also jetzt mit einem Mal sehr, sehr eng verwoben worden mit den Planungen eines Ehrenmals für Hans Schemm. Das Ganze lässt sich sogar urkundlich belegen. 1936 steht in den Protokollbüchern des Ortsvereins Bad Steben, des Frankenwaldvereins, noch geschrieben, Heinrich Fischer will auf dem Hirschhügel einen kleinen Turm errichtet wissen. Geroldsgrün soll beteiligt sein. Ein Gesuch ist dem Hauptverein übermittelt worden. Fischer wird beauftragt, die Vorarbeiten zur Errichtung eines Pavillons zu übernehmen. Und schon knapp zwei Jahre später, 1938, hört sich das Ganze dann mit einem Mal komplett anders an. Da heißt es jetzt plötzlich, als nächster Punkt der Tagesordnung wurde die Hans-Schemm-Gedenkstätte auf dem Hirschhügel behandelt. In dieser Sache fand auf Veranlassung von Kamerad Fischer am 4. Mai 1938 eine Besprechung in Geroldsgrün statt. Dazu erschienen der Führer des Hauptvereins, die Bürgermeister von Geroldsgrün und Bad Steben, ein Vertreter der Firma Faber und die Obmänner der Ortsgruppen Bad Steben und Geroldsgrün. Diese Personen sicherten Förderung in finanzieller, wirtschaftlicher und technischer Hinsicht zu. Kamerad Fischer berichtete über die neueren Verhandlungen, als deren Ergebnis ein Plan vom Landbauamt vorgelegt werden kann. Die Vereinsführung beauftragte Fischer, weitere Schritte in dieser Sache zu unternehmen. Aus dem Aussichtsturm auf dem Hirschberglein, auf dem Hirschhügel, den Heinrich Fischer gebaut haben wollte, ist jetzt also nach Einbeziehung der Gauleitung, der NSDAP und damit eben auch entsprechend nach der Rücksprache mit den höchsten Gremien der Partei ein Ehrenmal zur Erinnerung an den verunglückten Gauleiter geworden. Und jetzt klingen mit einem Mal alle Alarmglocken, denn dann würde das Hakenkreuz über der Tür durchaus Sinn machen. Was noch nicht so ganz dazu passt, ist die Information zur Einweihung nach dem Zweiten Weltkrieg. Was ist also jetzt nach diesen ersten Planungen passiert? Wir wissen, dass 1939 erste Spenden gesammelt worden sind, um den Bau des Turmes zu ermöglichen. Tatsächlich ist es sogar im Völkischen Beobachter entsprechend publiziert worden. Da ist allerdings dann schon die Rede von der Hans-Schemm-Warte. Es ist jetzt also keinerlei Wort mehr gefallen von wegen Aussichtspunkt und Wanderfreunde, sondern es geht jetzt nur noch um die Errichtung des Ehrenmals. Aus dieser Zeit ist auch eine Beschreibung des Baus erhalten geblieben, die einigermaßen darüber Aufschluss gibt, was man damit eigentlich bezwecken wollte. Es heißt dabei, der 8,50 Meter hohe, nur aus heimischen Baustoffen errichtete Turm passt sich gut in die Landschaft ein. Bei einer Mauerstärke von 0,5 Metern hat er eine lichte Weite von 5 Metern. 90 Kubikmeter Stein wurden für das Bruchsteinmauerwerk und das Fundament gebraucht. 5 Kubikmeter Backsteinmauerwerk, 3 Kubikmeter Holz und 60 Quadratmeter Bretter wurden verbaut. Neben der Eingangstür sollte, nach den damaligen Vorstellungen, an der Außenwand ein Schild angebracht werden, das lautete, hier sprach Hans Schemm. Also ein Rückbezug auf die Reden des Gauleiters bzw. des damaligen Parteifunktionärs. Nach einigen Aufgangsstufen gelangt man durch die schwere Eingangstür in den unteren Innenraum, der das Herzstück des Baus, den sogenannten Weiheraum, darstellen soll.
Hier soll die Büste Hans Schemms einen Ehrenplatz erhalten. Außerdem soll ihn auch das kunstvolle, August Greim gewidmete Fenster mit einem Schriftbalken und das in den Fußboden eingelassene Hoheitszeichen, das Hakenkreuz, entsprechend zieren. Auf 21 Betonstufen erreicht man die Aussichtsplattform, einen mit einer Brüstung und Aussichtsöffnungen nach allen Seiten versehenen Kreisbalkon, den ein kegelförmiges von Hans Gölkel aus Bad Steben mit Naturschiefern gedecktes Dach abschließt. Es schützt das Innere vor Witterungseinflüssen. Die Turmspitze soll ein schmiedeeisernes Frankenwaldverein-Emblem zieren. Der Turmvorplatz mit seinen knapp 2000 Quadratmetern soll nach dem Willen der Partei nach der Fertigstellung als Thing- und Feierstätte gestaltet werden. Der Turm also war im Kern gedacht als Herzstück eines gigantischen Propagandaplatzes. Eine Thingstätte ist nichts anderes als ein Ort, an dem die kultische Verehrung der NSDAP und natürlich dann am Ende auch Adolf Hitler stattfinden sollte. Und das zeigt, dass dieser Turm an sich eine sehr, sehr dunkle Vergangenheit hat. Auch wenn natürlich Heinrich Fischer etwas komplett anderes damit im Sinn hatte, ist er mittlerweile, 1939, zu einem klaren Symbol der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei innerhalb des Frankenwaldes geworden. Wir wissen, dass jedenfalls der Rohbau des Turms noch vor dem Zweiten Weltkrieg abgeschlossen werden konnte. Allerdings haperte es jetzt einmal mehr, das ist bei solchen Vorhaben nicht unüblich, an den entsprechenden finanziellen Möglichkeiten, um auch den inneren Ausbau voranzutreiben. Also beispielsweise die in der Quelle genannte Büste Schemms oder eben auch das große in den Boden eingelegte Hakenkreuz. Und um das zu verwirklichen, wandte sich Heinrich Fischer jetzt 1941, also schon während des Zweiten Weltkrieges, an den sogenannten Gau-Verlag in Bayreuth. Der ist damals von Hans Schemm gegründet worden und wurde mittlerweile von seinem Bruder Georg Schemm geleitet. Das heißt, Fischer hat sich davon natürlich versprochen, dass der Bruder zur Ehren Hans Schemms da auch noch einmal mit einer kleinen Geldspende aushelfen könnte. Und tatsächlich hat er das getan. Er hat knapp 4000 Reichsmark gespendet, um das Ehrenmal für Hans Schemm fertigstellen zu können. Aufgrund des Zweiten Weltkrieges allerdings wurden die Arbeiten niemals beendet. Das bedeutet also, die Aussage, dass der Turm erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingeweiht wurde, die stimmt. Das Ganze fand 1951 statt, nachdem er eben zwischenzeitlich den Namen Hans Schemmwarte getilgt und durch Frankenwarte ersetzt hatte. Aber die eigentliche Planung, die Konzeption und auch große Teile des Baus wurden bereits in den 1930er Jahren unter einer ganz anderen Zeit und unter ganz anderen Bedingungen fertiggestellt. Und das zeigt eben, dass diese Frankenwarte in allem, was sie bis heute darstellt, eigentlich einmal mehr ein Relikt dieser dunklen Epoche der deutschen Geschichte ist. Ja, heutzutage dient sie dem Zweck, den sie eigentlich ursprünglich schon dienen sollte. Sie ist ein grandioser Aussichtspunkt, von dem aus man eine wunderbare Aussicht und einen tollen Blick über den ganzen Frankenwald hat. Aber, und das zeigt sich eben durch diesen Fund des Hakenkreuzes, der Hintergedanke des Turmes, so wie er am Ende der 30er Jahre gebaut worden ist, war ein komplett anderer. Und ich denke schon, dass es wichtig ist, das ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Denn an sich ist das Bauwerk nicht das, als dass es sich heute darstellt. Deswegen ist es auch absolut richtig und wichtig, dass der Frankenwaldverein das Hakenkreuz mittlerweile abgedeckt hat. Man hat ja sogar überlegt, es rauszuschlagen aus der Mauer. Das war allerdings ein bisschen schwierig. Insofern ist es bis heute da, aber es ist wenigstens nicht mehr sichtbar. Ja? Man muss sich allerdings auch, und ich hoffe sehr, dass man das noch tun wird, mit der Geschichte dieses Turmes kritisch auseinandersetzen, um am Ende eben deutlich zu machen, dass man diese eigentliche Erzählung, die er den Menschen näher bringen will, ja, die Ehrerweisung gegenüber des Gauleiters, diese kultische Verehrung des neugermanischen Brauchtums und des Nationalsozialismus, dass man diese Erzählung weit hinter sich lässt und dass man sich explizit davon distanziert. Insofern sprechen diese Mauern auch zu uns und sie erzählen uns in diesem Falle eine doch sehr, sehr grausige Geschichte. Das muss man in aller Deutlichkeit so sagen.